So, da bin ich wieder zurück mit einem kleinen, aber für alle wichtige Info. Denn der liebe Phil88 hat nämlich eben unter den Skin nämlich drunter geschrieben, dass ihr euch natürlich auch auf dem PC einloggen könnt und die Aufgaben natürlich auch woanders machen könnt. Also, wenn ihr einen PC habt oder eure Mutter oder Tante oder sonst was, geht einfach hin, installiert einmal den Epic Launcher, installiert, obwohl ihr müsst eigentlich noch nicht mal, rein theoretisch müsstet ihr noch nicht mal hingehen, ja doch, ihr müsst es. Ihr müsst den Epic Launcher installieren, euch Fortnite einmal runterladen, dann quasi auf dem PC oder Laptop, dann in den Shop reingehen. Ihr müsst euch natürlich einloggen, ist klar. Dann geht ihr einfach hin, geht in den Shop, holt euch das Paket. Ihr müsst nichts bestätigen oder sonst irgendwas. Bei mir habt ihr das ja im Video live gesehen, also beziehungsweise im Video gesehen. Und dann müsste das Ganze eigentlich funktionieren. Weil beim Phil88, ihr könnt gerne in dem anderen Video nachgucken, wo ich dir quasi gesagt habe, dass der Skin jetzt im Shop ist, hat der Phil auch unten kommentiert, dass er sich quasi auf dem Laptop eingeloggt hat, das Spiel runtergeladen hat, sich dann eingewählt hat, ist dann in den Shop reingegangen und holt sich jetzt den Skin halt über die Aufgaben halt auf der Switch. Das Einzige, was natürlich nötig ist, ist dafür ein PC, wo das Ganze halt zu runterzuladen geht. Weil ansonsten wird es nicht funktionieren. Also ihr braucht halt definitiv entweder einen Laptop oder einen PC. Und so haben wir halt quasi alle die Möglichkeit, sich den Skin zu holen. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen dadurch trotzdem noch weiterhelfen. Gern Like da lassen, gern Abo da lassen. Und in dem Sinne, euch viel Spaß mit dem neuen Skin. Ich setze mich gleich dran. Dauert noch ein bisschen, weil ihr seht, ich habe noch die anderen Aufgaben auch zu machen. Und haut rein.